Wie ist Freunde, was geht ab? Willkommen zum nächsten Vlog von uns. Heute ist der Tag der Tage. Heute sehen sich die Kämpfer zum ersten Mal face to face. Heute ist die Pressekonferenz. Alle Kämpfer werden an einem Ort bei uns hier im Gym in Krefeld auftauchen. Wir werden das genauso wie letztes Jahr machen. Jeder wird seine Fragen bekommen und am Ende ein fettes face to face. Nicht, dass du dir wieder deinen Daumen brichst, ne? Ey, ich hab wirklich, guck mal, siehst du das? Der ist so zusammengewachsen, wo ich Gigi und John auseinandergehalten habe. Ist nicht schlimm, kann passieren. Ich denke, heute wird auch wild. Und was gerade in der Kabine passiert? Also, ja, ich und Flo haben natürlich auch mal unsere kleinen Kämpchen. Ja, hat der von mir einen schönen Single Leg bekommen. Das Video blende ich hier eigentlich. Wäre die Bank nicht da, hätte ich 2 Punkte geholt. Macht euch keinen Sorgen. Deswegen bleibt dran, guckt zu. Bis gleich. Das ist nur ein Dings. So Sample. Sample, das ist unser erster Versuch. Das ist nicht der Originale. Da wird noch auf jeden Fall eine bessere Version kommen. Aber ich finde, für das erste Sample ist schon super. Und ja, das werden wir dann im November verkünden, auswerten, kämpfen lassen, auskämpfen lassen. So. Sprachen lernen, Bubble. Der Flo sagt, dass du dein Blue Belt nicht verdient hast. Ich habe das live gesehen und ich muss sagen, das ist eindeutig gewesen. Dass ich 2 Punkte geholt habe, richtig? Ja. Dein Statement? Die ganze Black Belts werfen mit den Gurten rum wie sonst was, Alter. Was ist hier los in Deutschland, Mann? Ja. They make the Jiu-Jitsu, you know, look bad. Because a lot of guys have Black Belt, but I don't know. Aber Fakt ist ja, guck mal, Blue Belt, White Belt, Purple Belt, Brown Belt, was du willst, ne? Aber Fakt ist, den Single Leg hast du bekommen. Und Fakt ist, 2 Punkte hätte ich bekommen. Ist doch alles okay. Guck mal, warte mal. Aber im Stand haut der mir einen Tunnel in die Fresse. Das kann ich zugeben. Der kann aber nicht zugeben, dass ich besser ringe. Das ist doch okay. Du hast den Single Leg bekommen. Könnt ihr euch jetzt die Hand darauf geben vor Kamera? Normalerweise am Ende mal jedem Leben seiner Kämpfer, weil der das nötige Maß an Brutalität hat tatsächlich. Normalerweise flippt er dann irgendwann aus. Hat immer nur laut geschimpft. Genau, hat man bei EGFC gesehen, dass der dann 5 Minuten stand und geschlagen hat. Nein, Flo ist ein Mörder. Was das Pokémon? Spielt tatsächlich Pokémon. Ich schwör auf alles, ich will jetzt kämpfen. Wo sind die Pokémons? Oder? Von den 3 Pokémon damals, welches hast du ausgewählt? Boah, ich verstehe die Frage gar nicht. Junge, wer was anderes als Glumanda genommen hat, hat gar keine Ahnung von überhaupt irgendwas. Guck mal jetzt. Guck mal, die wollen jetzt nicht mehr kämpfen. Bruder. Nostalgie, Alter, krass. Weißt du, dass du gleich eine Pressekonferenz hast? Ja, ja. Guck mal, Kampf, zack. Zornklinge, Junge. Patsch. Junge, wer kämpft mit Caprador, Junge? Junge, der hat Caprador. Junge, wer kämpft mit Caprador, bitte? Weißt du, von wem ich das geklaut habe? Von dem Kamerateam. Caprador kann nichts außer Plancha und Tackle, Junge. Erinnert mich ein bisschen an Flo. Zack, den ersten besiegt. Macht euch gar keine Sorgen. Undefeated. Pokémeister, Junge. Undefeated, Junge. Hol mein Belt, Junge. Hol mein Belt. Mit einer Attacke fast K.O. Guck mal, pff. And the winner for the lightweight champion of the world in Pokémon, Caprador. Ey, ich schwör auf alles, Caprador hat sich entwickelt in Garados. Ey, hä? Ich hab deinen Caprador entwickelt, der ist jetzt Garados. Und der hat Biss gelernt. Ich bin ein guter Trainer, ne? Ich bring dich weiter. Aber hier, spiel ein bisschen. Kommst du gleich rüber? Ich komme sofort, ich mache hier ein bisschen. Jetzt wurde mir mein Gameboy weggenommen. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Weil wir sind ja heute hier auf der Pressekonferenz, weißt du? Ich sag mal so, wir haben 8 bis 9 Monate gebraucht, um alles so zu machen, dass das Endprodukt so stimmt. Wir haben uns viel Mühe gegeben und ich denke, es ist auch gut geworden. Die Zahlen sprechen für sich, die Resultate sprechen für sich. Und ich denke, das, was wir letztes Jahr in 8 Monaten gemacht haben, in 2 gemacht, haben uns natürlich ein bisschen upgegradet. Wird fett. Die ersten Kämpfer sind jetzt schon angekommen. Sieht man auch vielleicht auch schon hinter mir. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass die rote Ecke bei uns in der Männerumkleidekabine wartet und die blaue Ecke bei der Frauen. Also dass die komplett getrennt sind, dass die sich nicht vorher sehen, dass die nicht irgendwie hier wie Freunde abhängen, sondern dass die Anspannung schon, guck mal, ich schwöre, der macht das, warum, weißt du warum? Wegen seinem Single Leg, der hat doch 2 Punkte abgegeben, der Arme.
Nein, aber die sollen sich vorher nicht sehen. Soll professionell sein, die einen sind da, die anderen da und dann werden wir die nacheinander rausholen. Deswegen, das wird schon fett. Komm mal mit. Hier haben wir natürlich auch Famefighting-Handschuhe. Hier unterschreibt jeder, der Kämpfer. Ich muss da auch unterschreiben. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. So, diese Handschuhe werden jetzt von allen Kämpfern unterschrieben und am Ende des Tages machen wir ein fettes Gewinnspiel, wer diese Handschuhe bekommt von allen Kämpfern, die hier heute am Start sind. Lena steigert sich tatsächlich immer noch von Training zu Training, wird immer besser, Kondition, Distanz, Schlagfrequenz, Schlaghärte vor allen Dingen. Muss ich auch sagen, mittlerweile vom Sparring her merkt man immer mehr, da kommt immer mehr Dampf in die Fäuste, der schon echt beeindruckend ist. Von daher, sie steigert sich tatsächlich von Training zu Training. Ja, klar, okay. Es gibt manchmal Momente, aber da kriegen wir sie schon wieder immer auf den Dampfer und die zieht dann auch echt bis Ende durch. Wir gehen von einem positiven Ende aus für uns. Vorzeitiges Ende auf jeden Fall. What's poppin', Leute, ich bin Jessie, ich bin 24 Jahre alt und man kennt mich von Temptation Island Staffel Nummer 4. Ich habe tatsächlich vorher noch gar nichts mit Kampfsport, weder überhaupt mit Sport, also ich habe noch nie wirklich Sport gemacht. Das Einzige damals in der Schule, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Also alles neu für mich, ne? Ich war tatsächlich beim Fame Fighting im November da und da habe ich den Kontakt mit Eugen gehabt, habe gesagt, ey, Eugen, krasses Event. Ich habe Bock und dann kam irgendwann der Anruf und jetzt bin ich hier. Vorbereitung sehr hart, muss ich sagen. Also wenn ich sage, ich habe es unterschätzt, ist es untertrieben, weil es sind halt so viele Sachen, nicht nur der sportliche Aspekt, die Ausdauer, die Kraft, sondern auch so mindset-technisch, die Psyche, ja, ist halt schon krass. Aber ich gebe mein Bestes, ich gebe meinen vollen Körpereinsatz. Ich erwarte vom Kampf, dass er sportlich wird. Dass meine Gegnerin, ich glaube, sie ist auch eine sehr gute und starke Gegnerin, aber I'm here to win. Also verlieren ist keine Option. Mein Name ist Franco, man kennt mich aus Laufhul, was dieses Jahr letztes Jahr ausgestrahlt wurde. Und ja, ich kämpfe auf jeden Fall beim Famefighting gegen Giuliano. Ich freue mich auf den Kampf, bin sehr gespannt und ja, wir waren ja zusammen in der Show. Und wie gesagt, da gab es ein paar Auseinandersetzungen auch danach und ich finde Famefighting ist das perfekte Format. Damit man einmal das Ding komplett klärt, damit die Schublade oder das Fass geschlossen ist. Und das auf einer sportlichen Ebene finde ich top. Also besser geht gar nicht. Hallo, ich bin der Giuliano, man kennt mich von Love Fool. Ich komme aus der Schweiz und ich kämpfe gegen Franco. Ja, Franco hat mehrmals gegen meine Frau geschossen, gegen mich geschossen, hat einfach oft nach der Show, als er wusste, dass wir bald ein Kind bekommen, dass wir verlobt sind, hat er noch gegen unsere Beziehung geschossen und darum möchte ich einfach seine Fresse verlieren. Boah, ich erwarte auf jeden Fall einen harten Kampf. Er kann sich auf jeden Fall auf harte Schläge gefasst machen, auf ein starkes Mindset und ich glaube, es wird auch trotzdem ein spannender Kampf, ja. PK ist vorbei. Ich hoffe natürlich, den Leuten hat das allen gefallen. Man muss natürlich auch ein bisschen nachsichtig sein, weil die Leute, die jetzt hier saßen, außer Sima, Niso und Jakob, machen das die Leute zum ersten Mal. Das heißt, die hatten so ein bisschen Probleme, aus sich rauszukommen. Aber sonst fand ich das mega gut. Auch die Face-Off war diesmal human. Aber ich denke, beim Wiegen, so oberkörperfrei, dies, das, da wird noch ein bisschen anders die Fetzen fliegen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Also ich wusste nicht, dass so viele persönliche Angelegenheiten haben, weil... Zeig mal diese zwei hübschen Männer. Die sorgen für Sicherheit. Nein, aber ich wusste diese ganzen Storys nicht. Aber es ist auch für mich spannend, weil manchmal kommen Sachen raus, die ich gar nicht wusste, wovor gar nicht gesprochen wurde. Aber jetzt, wie gesagt, ich sitze da auch, ist cool, ich feiere das, ich hoffe, ihr seht es genauso. Ey, ich sag dir ehrlich, zweimal dachte ich mir jetzt, Junge, soll ich jetzt aufstehen oder nicht? Weil einmal, die Diskussion wurde hitziger, ich dachte mir, okay, stehe ich jetzt auf oder nicht? Da habe ich ein Zeichen gegeben zu meinem Sicherheitspersonal und die sind dann auch in die Nähe gegangen, aber da dachte ich, okay, die stehen jetzt auf. So, wenn die aufgestanden wäre, ich müsste ja über den Tisch springen, wäre scheiße gewesen, aber sonst ist super. Ich finde, Babak und Niso haben das sehr, sehr gut gemacht. War sehr gut. Es
war unterhaltsam auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Kämpfe. Es ist Feuer da bei so ziemlich allen. Wer nicht in der Thematik war, der ist spätestens jetzt drin. Und ich glaube, man kann sich mehr als nur vorfreuen auf den 24. Mai. Ich war auch nicht so tief im Thema, jetzt bin ich so auf jeden Fall. Es ist aber gut zu wissen, weil am 24. ist es für mich persönlich dann natürlich auch gut mit meinem Job als Moderatorin, dass ich die Hintergrundgeschichten kenne. Die kenne ich jetzt zu Genüge und en Detail. Das heißt, ich bin bestens vorbereitet, Eugen auch. Und alle, die jetzt schon zugeschaut haben bei der Pressekonferenz ebenfalls, alle, die dann erst einschalten werden, die werden spätestens dann erfahren. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ich habe mich gefreut, die Kämpfer und die Kämpferinnen kennenzulernen und wieder mit dabei zu sein. Und insofern freue ich mich einfach auf den 24. Weniger als eine Woche ist es ja noch. Am Freitag nächste Woche geht's los und ich hoffe, genauso wie wir, seid ihr alle auch mit dabei. Eugen, ich freue mich, dieses Interview mit dir zu führen, dass ich halt einfach mich auch mal wohlfühle, ne? Yeah, mach mal. Das letzte Mal, als du mich besucht hast, war ich so total durchgeschwitzt, hast du einen Sticker von mir erstellt, weil ich ganz darf schlimm ich aussah. Nein, das sagst du nicht. Bitte. Nicht mit der Spucke, vielleicht dann bin ich mal ein paar Sekunden vorher. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt auch mal ganz vernünftig wie ein normaler Mensch hier kurz aussehe. Ich möchte gerne, dass du das auch ausstrahlst, damit die Leute auch mal sehen, wer ich eigentlich wirklich bin. Lena Chiburua. Chiburua, der Kampf-Terrier. Nee, Terrier, ich bin kennt ihr Chisora? Lena Chisora. Ist das? Ehemaliger Superboxer. Der ist jetzt aber schon ein bisschen alt. Nehme ich an. Bin bereit auf jeden Fall. Okay, danke schön. Du kriegst noch, hast du dein Sprachenlernen Bubble. Fight Outfit machst du selber oder nimmst du von uns? Okay, dann bleib hier. Ich muss hier für Bild, Alter. Du kommst gleich in den Stream rein. Leg mich auf, Junge. Komm, könnt ihr Bild. VIP. Mach's auch richtig Info. Also, ne, nicht direkt nur so. Das Info, wenn ihr dieses Bild hier seht, keine Sorge, das ist kein Abschluss. Der Stream ist da. Ihr seid nur in der Warteschleife. Ihr kommt jetzt gleich direkt in den Stream und könnt das ganze Turnier fehlerfrei schauen. Ich bin ein Profi, merkt ihr das? Was bitte? Profi, merkt ihr das? Aber ohne Maximilian würde Fame Fighting nicht laufen. Weil so was angefangen. Wann war's? 2.2.2023 Dia Cup Köln. So, überlegt mal. Mit Maximilian hat's angefangen. Gott, das ist wie ein Traum. Und das Schlimme ist, ich habe ihn interviewt, nicht er mich. Ja, es war genau so. Ich hatte auch das Mikro in der Hand. Und ich habe ihn das und weggenommen. Und du machst hier so, bap, bap. Ja, das war krass. Ja, und so ist Famefighting geschafft. Überlegt euch das mal. Und dann ruft er mich auf den Sonntag an. Ey, Maximilian, lass mal eine Art Promi-Boxen machen. Famefighting. Zack. So. Macher ist das. Macher. Läuft. So, Freunde, Freitag, der 24.05. Fame Fighting. Kommt alle vorbei, alle, die Tickets haben, wir freuen uns auf euch. Die Show wird krass, die Show wird gut. Die Kämpfe werden sehr, sehr spannend. Und wer nicht, bild.de/famefighting, schaltet ein, Bild Plus, wird fett. Peace out.